Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video bzw. zu einem kleinen Tutorial in F1 22. Heute möchte ich mit euch mal gemeinsam über eine Sache reden, die wahrscheinlich einige von euch schon hatten. Ja, ihr habt es im Titel wahrscheinlich schon gelesen. FPS-Drops in F1 22 wegen Pedaleinheit? Ja. Ganz genau, denn ich weiß, wovon ich rede, denn mir ist das Ganze nämlich passiert. In F1 2021 war es nämlich so, dass meine Fanatec V3 Pedaleinheit mittels USB-Kabel an mein PC angeschlossen war. Der Grund ist nämlich relativ einfach, da konnte man mittels eines Zusatzprogramms seine Bremspunkte optimal einstellen, so wie man es gerne haben möchte. Und zwar war es nämlich so, dass F1 22 dann letzte Woche Dienstag herauskam. Ich dachte mir, was wird sich da schon groß ändern? Ich habe das Spiel jedenfalls eine halbe Stunde vor Streamstart gestartet, denn ich wollte ja nicht wie ein absoluter Anfänger dastehen. Und dann bin ich halt ins Zeitfahren gegangen, habe Saudi-Arabien getestet und statt den 144 FPS, die ich normalerweise zocke, hatte ich da nur 10. Das war nämlich kein Gameplay, das war eine PowerPoint-Präsentation. Also kommt Yekayor, mein Twitch-Mod, ins Spiel. Der hat mir nämlich gesagt, du musst Folgendes machen. Die Pedaleinheit musst du mittels USB-Kabel vom PC trennen und dann mit dem schwarzen Datenkabel mit dem durchsichtigen Stecker an deine Wheelbase von Fanatec anschließen. Das gleiche soll auch bei Thrustmaster der Fall sein und ich glaube auch für Logitech. Korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn ich da falsch liege. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe das USB-Kabel vom PC zur Pedaleinheit getrennt, habe das schwarze Datenkabel von der Pedaleinheit zur Wheelbase miteinander verbunden, habe den PC neu gestartet, F1 22 getestet und naja, dann ging es endlich wieder. Wenn ihr aber immer noch FPS-Drops habt und ihr euch denkt, hast du noch ein paar andere Ratschläge, Mike? Ja, habe ich und die seht ihr jetzt hier im Hintergrund. Das ist alles, was ich finden konnte. Ich hoffe, das kann euch auf gewisse Art und Weise irgendwie weiterhelfen. Wenn, kann ja auch die Community unten in den Kommentaren noch ein bisschen helfen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Als letztes habe ich für euch noch den F1 22 Steam Spieledateien-Fehler überprüfen Trick. Mal ein ganz schön langes Wort. Aber jedenfalls startet Steam, Rechtsklick auf F1 22, Eigenschaften, lokale Dateien und dann Spieldateien auf Fehler überprüfen. Glaubt mir, das funktioniert wirklich. In diesem Sinne, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und ein Abo da lassen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen und das supportet meinen Kanal. Wenn ihr mich mal live sehen wollt, könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Link dazu in der Videobeschreibung. Da gibt es nämlich heute Abend nämlich wieder einen Livestream. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.